Hallo liebe Freunde und Fans des Grappling-Sports. Wir sind heute im Ringer Leistungszentrum in Witten, nämlich des KSV Witten 07. Derzeit gastiert die deutsche Grappling-Liga in den Heiligenhaine siebenfachen deutschen Mannschaftsmeisters im Ringen. Die Division 2 ist jetzt gerade an der Reihe und die große Frage natürlich, wer wird es heute schaffen? Neben den Division 1, nämlich die Gewinner und die Division 3 schon durch sind, warten wir natürlich jetzt mit der Division 2, dass jetzt die Gewinner und die Finalteilnehmer ermittelt werden. Ja, und da werden heute zahlreiche ambitionierte Teams vorhanden sein, unter anderem der deutsche Meister, der aktuelle deutsche Meister Sparta Essen. Die werden sich mit Sicherheit heute auch ein heißes Duell mit den Taifun Lutalive Kämpfer liefern. Dazu ist noch das Team Andy Conda hier, Ruhrpott Lutadors, Ferrari JJ, die bei der ersten Kampftag noch unter Gracie Jiu-Jitsu Academy Germany gestartet sind. Und noch die Fighters Choice, die auch immer mehr miteinander zusammengewachsen sind. Ja, und die werden sich natürlich heute hier ein heißes Match liefern. Darauf sind wir auf jeden Fall eingestellt. Wir wollen aber vorab nochmal sagen, die Division 1, die hat nämlich auch ihren Kampftag ja schon vor fast 4 Wochen gehabt. Das Berliner Grappling-Team hat es geschafft, genau wie die Nordmänner, halt ins Finale zu kommen. Das Finale wird dann ja so ungefähr Ende Januar, Anfang Februar kommenden Jahres sein. Aus der Division 3 haben es nämlich vor 14 Tagen geschafft, nämlich die Mongons aus Mainz, die Southside Connection und die Stuttgarter Munchachos, die auch im letzten Jahr auch schon im Finale gewesen sind, auch eine hervorragende Leistung geboten haben. Und auch da sind wir gespannt, wie sie heute absteigen werden im Finale halt dann. Ja, nächstes Jahr wird es dann richtig zur Sache gehen beim Finale. Wir werden natürlich wie gewohnt für euch hier Interviews einfangen, hinter den Kulissen ein bisschen Blick einwerfen. Und natürlich wollen wir uns bei unseren Sponsoren bedanken, ohne die das gar nicht möglich wäre. Phantom MMA, XTFC Fight Nutrition, Vantage Fighting und FightSafe24. Vielen Dank für eure Unterstützung. Des Weiteren haben wir ja schon gesagt, unsere Ground & Pound TV Webseite ist online. Da werdet ihr natürlich auch die Videos finden. Ja, und dann können wir uns jetzt auf einen spannenden Abend gefasst machen. Da kann man nur sagen, viel, viel Spaß.